Was klopft denn hier? Zu leicht, oder? Nichts. Okay. Na gut. Haben wir es geschafft? Aber ich glaube, da kommt noch ein Kapitel. Kapitel 9: Der Weg des Ares. Das sieht gar nicht gut aus. Alter. Rose, sind Sie angekommen? Ja, ich gehe jetzt in Richtung Tower. Was zur Hölle ist hier los? Aubrey kanalisiert die komplette Energie der Helios in einem hoffnungslosen Versuch, den Riss zu schließen. Er macht es nur schlimmer. Die fremdartige Energie entweicht überall. Wir müssen dort rauf, bevor es zu spät ist. Gehen Sie durch den Base Entrance in Richtung Tower und gehen Sie weiter, bis Sie einen großen Lastenaufzug finden. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und stoppen Sie Aubrey. Klingt nach einem Plan, schätze ich. Aubrey? Was dann? Dann halten Ach, Sie der. Aubrey in Schach, während ich die Aufzeichnungen Ihrer Schwester verwende, um den Riss ordnungsgemäß zu schließen. Aber wir haben nicht viel Zeit. Bitte beeilen Sie sich. Eieiei. Ich beeil mich ja schon. Ich habe Adrenalin studiert. Beeil mich mal. Das muss der Tesla Tower sein. Ja, zu viele Tote, ne? Was ist das hier? Ah ja. Okay. Boah. Ich muss gerade kurz die Nase putzen. Das lüft nämlich. So, bin wieder da. Kein Zurück mehr. Oh, was ist jetzt explodiert? Oh, shit. Oder? Ich dachte schon, es kommt runter, Alter. Wer ist da? Bist du es, Nikola? Ja. Wer auch immer da ist, geh weg. Bin sehr beschäftigt. Aubrey, klingt, als bräuchtest du da oben etwas Hilfe mit den Gleichungen. Rose, du lebst noch. Ha. Hey, weißt du, du bist offensichtlich viel schwieriger zu töten als deine Schwester. Du
bist nicht einmal 10% so gut, wie Ada es war. Oh, keine Sorge, Rosie. Ich muss nicht so gut sein wie sie, um den Platz zurückzuerobern, den sie mir weggenommen hat. Alles, was ich brauche, ist etwas mehr Zeit und etwas weniger Unterbrechungen von den Verwandten verstorbener Leute. So. Hab's hier aufgemacht, Jung. Hat Schiss, wa? Hat Schiss? Feige Sau. Der kleine Feigling. Ich will ihn gar ausmachen. Und zwar jetzt sofort. Oh nein, das tust du nicht. Kleine Sau. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Boah, weißt du, wo wir sind? Was habt ihr hier bei den Kameras machen? Ist da ein Vogelscheiß drin. Ich weiß nicht, wie die Vögel reinkommen. Junge, Batman wäre schon 20 Mal durchgebrecht. So langsam die ist. Future World. Menkind. So, kannst du auch zumachen? Scheinbar nicht. Ja, okay, das ist gut, dass wir nicht mehr rein können. Mann, ich so klar. Sagte, stopp! Es war so klar, dass er die scheiß Tür zumachen würde. Was? Bin ich bescheuert? Hä? Hey. Ich hab gedacht, da stand jemand, ey. Junge. Es sah so aus, als ob da gerade einer stand. So ein blaues Vieh. Ich hab schon jetzt alles von den Dingern. Wie viele Türen hier sind ja auch. Hier, aber nicht weiter. Alles Baupläne hier. Warum sind die Baupläne alle durcheinander? Oh, shit. Genug Spielchen. Schau, Rose. Ich bewundere deine Zielstrebigkeit. Das tue ich wirklich. Aber genau jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, die Lage zu retten. Aubrey, er weiß, was du getan hast. Tesla weiß es. Netter Versuch. Ich schließe den Riss und rette die Helios. Nikola wird nur okay. Wissen, was ich ihm sage. Mit Lügen kommst du nicht auf dieser Nummer raus. Er ist auf dem Weg, Aubrey. Er weiß es. Oh, bitte. Ist das alles, was du noch auf Lager hast, Rosie? Armselig. Wenn es sein muss, werde ich dich genauso los wie Benny. Du kannst deine leeren Drohungen nehmen und... Oh, Sir! Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ich glaube, da stimmt etwas nicht mit... Nikola? Sir? Ja. Rose, wären Sie bitte so freundlich, den Aufzug auf den Tower zu nehmen? Ich werde bald Ihre Unterstützung brauchen. Ja, ich bin dabei. Hey, was ist da passiert? Hey? What's happening? Oh, das war schon das Kapitel. Das ging aber schnell. Das war easy. Mensch. Der Fall des Icarus. Kapitel 10. Vielleicht das letzte?
Aubrey, wir sind noch nicht fertig miteinander. Ja, nee, noch nicht mehr. Ach du Heiliger. Oh, hier muss er lang. Okay, nutze ich gar nicht. War doch Zufall. Ich bin hier. Was muss ich tun? Sie müssen die magnetische Oszillation zurücksetzen. Na! No! Schon gut. Klasse. Sobald alle Lichter rot leuchten, betätigen Sie den Notstromschalter. Ah, alle müssen rot, okay. Alle Lichter sind rot. Und wo ist jetzt der Einschalter? Hier. Raus! Ich brauche sie hier unten jetzt! Die Treppe auf der rechten Seite, los! Ich beeil mich hier. Oh nein. Hä? Hey, wer bist du denn? Ludwig! Raus! Weg da, oder es ist aus! Zwing mich! Es ist Zeit. Zeit, den Kreislauf zu unterbrechen. Getötet? Smalltalk langweilt nicht. Leg los! Hey, was ist das denn für eine komische Logik? Wie ganz ruhig der ist. Zieh den Hebel, Rose! Zieh den Hebel! Jetzt! Ja, schwört er, ja. Ohne Hand. Ah, da stehen noch mehr. Sie müssen gehen! Sie müssen jetzt gehen! Der hintere Aufzug groß! Kommen Sie runter! Wo sind die Notizbücher? Ich gehe nicht ohne sie! Auf den Tisch! Okay. Hier? Ja, schau die noch 20 Minuten an. Ah, oh, Junge, Junge, Junge. Los, Ross! Sie müssen verschwinden! Was ist mit Ihnen? Keine Sorge! Gehen Sie! Ja, natürlich. Ich würde sterben. Boah, diese Action. Actionlastig hier. Oh shit. Wir fallen. Ey. Rose, sind Sie okay? Au. Oh. Stehen Sie auf, Rose! Sie müssen rennen! Der Tower wird kollabieren! Sie müssen da weg! Ja, was ist so, mit Ihnen? So die Leck. Sind Sie immer noch da oben? Machen Sie sich keine Ach du Scheiße, sind nur Viecher von denen. Laufen Sie einfach raus! Weiter. Ich wüsste wohin. Ja, hier ist schon mal nicht. Ich laufe um mein Leben! Ach du Heilige. Natürlich. Hier, der ist tot. Ah, jetzt können wir wieder chillen. Ach ja, komm, wir gehen mal hier. Guck mal ein bisschen darum. Frau Archer, haben Sie dass der noch lebt, ne?
haben sie es geschafft. Der Tower ist eingestürzt. Für Erklärungen ist jetzt keine Zeit. Zu viele Variablen. Die Forschungsunterlagen, die sie haben, können alles verändern. Sie sind am Eingang zu meinen privaten Quartieren. Eine Rettungskapsel. Was ist das da? Drehen Sie den Globus, um den geheimen Aufzug zu öffnen. Er bringt Sie zu meinem Notfall-Evakuierungs-U-Boot. Los! Was war das? Da kommt wieder so ein Vieh. Globus drehen. Oh, mein Junge. Geheimen Aufzug nehmen. So einfach ist es nie. Sag dich es nicht. Es ist nie so einfach. Nee, nicht schwer diese Scheiße. Zeitreise? Aber wird es ja immer mal geben, ne? Zeitreisen. Ist was. Der Riss ist die Lösung. Tja. Oh, das ist ganz Zeit, ne? Hm. Verdammt. Möchte irgendwie was betätigen. So. Ja. Ey. Gibt's auch andere Schalter? Ah! Bist du einen Zentimeter da ran? Komm, ey. Weg da. Oh, yeah. Guck mal hier hin. Da ist auch noch Scheiter. Der bleibt. Ah, ihr kleinen Drecksäcke. Die Reihenfolge ist es. Geh mal weg. Der hier? Nein, das ist alles wie raus, ey. Boah, Junge. War knapp. Dann den hier. Ja. Ey, wenn das jetzt hier rausgeht, ne? Oh, das geht. Endlich. Grütze.
das? Hä? Hey? Pistole. Da geht's nicht lang. Boah, da brennt alles. Eieiei. Ah, okay, komm mal nicht lang. Alles klar, danke. Spiel, dass du mir den Weg vorschreibst. Und wo ist jetzt dieser Globus? Weiß ich auch nicht, Mädchen. Da hinten. Das Tesla. Der gute Herr Tesla. Wir hatten jetzt zusammengearbeitet hier, Orbe, okay, er ist ein Mensch, Mensch, ne? Ja, und der andere war auch eigentlich ein Mensch, aber irgendwie auch nicht. Herr Ludwig. So, hier ist der Globus. Ah, ist das der da? Okay. Liebe Schwester, ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für das, was noch kommt, entschuldige ich mich. Du wusstest, was passieren würde. Das ist mein Ticket hier raus. Also los. Guck mal da. So. Okay, ich gehe schnell weg. Aber zu. Starte ich dieses Ding. Dann steck mal hier, ne? Turbulenzen! Mit Nanospeed, Geschwindigkeit! Okay. Tot. Das war's. Zu schnell gewesen, das Ding. Hat's nicht überstanden. The Fall of Icarus. Frau Archer! Sind die Aufzeichnungen in Sicherheit? Wie haben Sie... Schon gut. Ja, ich hab sie hier. Warum? Die Forschungsunterlagen. Ich verstehe es jetzt. Sie enthalten den Schlüssel für alles. Wir können sie zurückholen. Wir können Ada zurückholen. Storm in a Teacup. Das war Klaus to the Sun. War ein kurzes Spiel. Oh, warte mal, da werde ich mal ein bisschen die Klappe halten. Bis dahin. Feel
feel a little scared. A storm is coming, the thunder's breaking on us. I don't understand, but I feel the danger. The static and the sparks can hold. Quails waren zu kurz fürs Lied. Ja, waren echt wenige, ne? Zum Spiel. Ich kann ja mal hier auf Start klicken. Einfach mal so. Jetzt sind wir hier in diesem Menü drin. Zum Spiel. Waren interessante Figuren, fand ich. Hier mit Ludwig, der Tesla. Das Szenario hat mich an Bioshock erinnert. Bisschen an Titanic. Ja, stimmt. Mit Rose, der Name. Ich fand's aber ein bisschen zu lahm. Man rannte nur durch, konnte einfach nur durchrennen, ne, teilweise. Da passierte nichts. Also, was ich noch empfunden hätte, wäre, wenn man so Gegenstände mitgenommen hätte oder sonst was, für ein paar Rätsel zwischendurch. Das wäre richtig cool. Wir hatten ja ein, zwei Rätsel, aber das war's auch. Das eine habe ich schon noch nicht gepeilt, was ich da machen musste. Ich habe es einfach geraten. Mit den Tieren. Von der Qualität fand ich alles gut. Bis auf die Charaktere hätte man noch ein bisschen besser machen können, aber gut. Das ist ja üblich bei Spielen, dass die Charaktere nicht so geil aussehen, wie das Spiel eigentlich ist. Szenario war auch einfach nur geil. Ich meine, halt was von Bioshock, ne? Kannst du sagen, was du willst. Ja, ich fand es aber am Ende wie so. Ja, komm, jetzt langt es mich ein bisschen. Kann man da nicht noch was einfügen? Also, man ist im letzten Kapitel auch nur durchgerannt. Also, kein richtiges. Ich weiß es nicht. Ist wie so ein. Du rennst nur durch und entdeckst halt. Sowas ist das. Aber. Ja, keine Ahnung, mir fehlt da irgendwas. Dass man da mehr Stops hat da. Ja, klar, du hattest da eben diese Elektro-Rätsel. Das war auch in Ordnung, aber. Ansonsten rennst du ja einfach nur durch und da ist. So gut wie keiner da. Und das alle tot, die gleichen, alles. Leichen da. Aber im Grunde genommen war das echt ein geiles Spiel. Das Lied fand ich auch gerade geil. Ja, ich glaube, das waren jetzt 8 Parts, die jetzt für das Spiel von mir sind. Ist jetzt nicht so viel, ist jetzt nicht so die Welt. Aber
was das am Ende gemeint hatte, keine Ahnung, ob da ein zweiter Teil noch rauskommt, das ist ein bisschen offen, ne? Wegen Ada. Ja, ich bin gespannt, ob es was gibt oder nicht. Mal schauen. Naja, ich würde sagen, das war's von mir. Ich denke, ich habe nichts vergessen. Gebt einen Daumen hoch, ne? Abonnieren nicht vergessen. Von den Zuschauern gucken nur 1%. Also 1% ist nur. 1% hat mich nur abonniert von 100%. Und die anderen 99% haben mich nicht abonniert. Ist auch nicht so geil. Also schön abonnieren und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, kann ich nichts dran ändern. Aber ich werde mal schauen, was ich als nächstes Let's Playen werde. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich GTA RP machen soll oder nicht. Ich wüsste aber nicht, ich könnte das machen, aber nur für einen kurzen Zeitmoment, weil es gibt ja sehr viele Let's Player oder Streamer, die einfach sowas tagtäglich machen, ne? Das ist für mich auch was ganz Neues. Und mal schauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gucken wir mal, ne? Wird eh so weniger an Let's Plays irgendwie momentan. Im Februar, März wird es wieder ausgerüstet auf Neues. Bis dahin, ciao.